Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X. Oh, darauf muss ich jetzt schnell antworten. Wo haben wir jetzt das Internet? Ja. Falscher Tab. Warum ist da oben? Werfen wir Solaris. Okay. Zum Flugschiff. Ich habe ein Programm gefunden, mit dem ich sämtliche Dateien hier im Spiel editieren kann. Ein Safe Game Editor. Farplane heißt der, glaube ich. Und wir müssen, glaube ich, hier hin. Oder müssen wir zur stillen Ebene Station? Ne, hier müssen wir. Okay, gut. Ich brauche wieder meine Liste. Das da ist die Donnersteppe, die haben wir vollständig. Ah, hier ist auch die Stille. Wait, seit wann ist der hier? Shall I tell you about the spirit of days long past, eh? Ja, bitte. There is a legend, you know. Just before the horrible sin appeared, a terrible war raged between Bavel and Zanarkand. When the armies of Bavel attacked Mount Gagazet, they heard a song echoing across the snowy slopes. Tis a song from an other world, they said. Soldiers panicked and ran. And then, as if to pursue the retreating armies, Sin appeared. Sometime later, scouts from Bavel braved the mountain. On the other side, they witnessed the ruins that had been Zanarkand. The city destroyed, not a single soul left standing, gone. In its place, a multitude of the faith had gathered on Gagazet. They were singing a song. It's the song we now call Hymn of the Faith. And that, as they say, is dead. Well, maybe not all of it. Gut. Achso, damit hier, damit können wir nach Zanarkand reisen. Wir waren zu immer vorbereitet auf Kampf. Legen immer die Waffen. Ja, war wohl doch nicht der letzte Ronzo. Die Ronzo Beasts oder wie die heißen, das Blitzball-Team, existiert ja auch noch. Okay, was haben wir da? Rotzkraut. Da fällt mir aber gerade was ein. Wo haben wir es denn? Chrome Downloads. DEF. Final Fantasy, da. Ah, ne, gar nicht. Das hier will ich auf dem Desktop ziehen. Farplane. Ja, Windra. So, hier Farplane Excel. Final Fantasy X. So. Achso, ja, hier ist Slack Progress. Party. Booster. While enabled, selected characters will always receive AP after battle, regardless of participation. Dadurch unterbinde ich jetzt ein bisschen das Rumgegrinde. Rotzkraut gefangen. Genau, Suizid. Ashura habe ich aber, glaube ich, schon gefangen. Oder? Ja. Ashura habe ich schon einen. Das hole ich mir jetzt. Und den hole ich mir jetzt. Oh, doch nicht. Ja gut, dann kriegst du eine Schelle.
Farewell. No time to waste. Let's go. Mit Farplane kann ich den kompletten Spielstand editieren. Ich glaube, dass ich jetzt erstmal die ganzen Sachen hier so regulär mache und dann Bonus-Content zeige. Gut, bei Final Fantasy 13 habe ich auch gesagt, dass ich die ganzen Steppenmissionen irgendwann noch zeige. Gut. Beende das Matcher. Habe ich bisher nicht gemacht, ich weiß. Nidhogg. Oi. Ah. Nidhogg zählt zu der vergessenen Grotte. Kann ich ja auch mit Viereck beten. Gut, den Teufelsbomber dort brauche ich. Oi. Gut, Granatenbombe haben wir jetzt gefangen. Und alle kriegen AP. Ja, ich habe beschlossen, dass ich das Spiel jetzt regulär weiterspiele und durchspiele und alles so gut wie möglich, also so ehrlich wie möglich, bekomme. Gakimasera. Da oben. Und eben die Bonusinhalte, wie zum Beispiel auf der Monsterfarm Deus. Dass ich da das Savegame editiere und dem Spiel sage, ich habe 10 von jedem Viech gefangen. Dann ist es für uns alle entspannter. Ihr könnt den gesamten Final Fantasy X Content sehen. Bei Final Fantasy X ist es mir auch wichtig so ein bisschen, dass ihr das Spiel voll genießen könnt, weil es ist wirklich sehr viel Inhalt. Gut. Und ich habe den zum Beispiel auch noch nicht gesehen, den ganzen Bonus-Content. Also eben hier Monster Farm, das ganze Gedöns. Ah, genau, die Höhle zählt ja auch noch dazu. Nee, nicht Saltrieb, sondern Gemetzel. Erstmal an dem Viechaufgang. Und noch einen der. Gut, und jetzt wo ich ja hier die Möglichkeit habe, das alles zu editieren nach meinem Belieben, finde ich schon gut, euch das auch alles zeigen zu können. Final Fantasy X liebe ich einfach. Es ist einfach... Das ist einfach eins meiner Lieblingsspiele und anderen sozusagen präsentieren zu können, dass ich das Spiel mag. Bam. Der steht noch! Der steht immer noch! Aber jetzt nicht mehr.
Und wie gesagt, ich möchte so ehrlich wie möglich bleiben hier im Spiel, deswegen lasse ich die Kämpfe jetzt zum Beispiel drin. Editiere da nichts rum. Bis es auch an die vergessene Grotte geht. Nee, nicht vergessene Grotte, an die Omega-Ruinen. Werde ich ja auch nichts mit meinen Leveln oder so rumspielen. Sondern werde ganz ehrlich weiterspielen. Auch wenn es den einen oder anderen vielleicht stören mag, dass ich die Kämpfe zum Beispiel nicht rausschneide. Ich finde, es ist schon ein gewisser Inhalt von Final Fantasy. Ich meine, ich muss ja jetzt nicht mehr farmen, um alle Charaktere zu leveln. Ich musste jetzt nicht mehr hin und her grinden. Ich meine, gut, es war auch schon ein bestimmter Aspekt vom Spiel, der auch zum Spielinhalt zählt. Und eventuell auch gezeigt werden sollte. Ne, nochmal, warte. Ja, doch. Ich finde, die Kämpfe sollten gezeigt werden. Ich überlege aber dennoch vielleicht später das AP-Sharing, also das Level-Sharing, zu deaktivieren, weil in gewisser Weise gehört es trotzdem dazu. Schöner Crit. Gut, dann muss ich mal wieder alle heilen. Was auch immer das jetzt für ein Lag war. So, warum mache ich das jetzt so? Aus einem ganz einfachen Grund. Hilf mir das Bein. So, erstmal schön an mir rumfummeln. Mitten in der Aufnahme. Nee, Spaß. Okay, damit habe ich, glaube ich, auch 10 Einheiten Rotzkraut. Ja, die Level verteile ich erst, wenn ich diese komische Marke gefunden habe. Beziehungsweise ich mache mich jetzt auf die Suche nach der komischen Marke. Und wenn ich die nicht finde, ja, dann editiere ich die einfach rein. Rotzkraut gefangen. Oh, ich hatte doch noch eine 10. Jetzt habe ich 10. Ich finde es schön, wie Waka einfach fast, also über 4000 Schaden macht mittlerweile. Es ist so schön zu sehen, wie sich die Charaktere entwickeln. Ich hätte auch die Stats meiner Waffen anpassen können, ne? Ich hätte den Waffen mehr Schaden reintippen können. Nidhogg gefangen. Nidhogg muss ich auch mal spielen. Habe ich noch nie gespielt, aber das, was ich von dem Spiel gesehen habe, sah schon witzig aus. Halt Freunde haben, die das auch spielen.
Und vernichtet. Uha. Farewell. No time to waste. Let's go. Schön, was ich hier an Phönixfedern kriege. Wahrscheinlich wollten sie damit dem Kampf gegen Seymour vorbeugen. Hier hätte ich mich auch hinporten können. Oh, komm. Dann nutze ich an der Stelle mal Lulu. Oh, der lebt noch. Aber der sollte jetzt umkippen. Und Riku nimmt ihn mal eben Medizin ab. Hier wird noch ein Kampf kommen. Doch nicht. Ich sollte sowas öfter sagen. Jetzt kommt ein Kampf. Element-Tombola. Hoffen wir mal auf Blitz. Scheiße. Ein Blitz ist dabei. Das geht immer noch nicht auf alle, um Gottes Willen. Ich will nicht zum Speicherpunkt zurückkehren, auf die Gefahr hin, dort gleich wieder einen Gegner zu treffen. Gut. Was geht denn jetzt hier durch die Straße? Hört sich an wie Müllabfuhr. Ha, komisch. So, nach dem Kampf gegen Seymour Obscura soll man in ein Gebiet mit Säulen kommen. Ja. Jupiter-Marker erhalten. Alles klar, dann speichere ich das mal. Gehe zum Flugschiff. Und lass mich mal in die Donnersteppe porten. Weil ich da am Ende der Donnersteppe rauskommen müsste. Ja, hier komme ich raus. Mache ich mal die Feindbegegnung aus. Ist hier immer noch... Ja. Die stehen hier immer noch. Nein, ich will nicht gegen das schwarze Ifrit kämpfen. Okay. Genau, so, dann... Was, Jupiter... Wait. Ah, irgendwo habe ich hier einen Fehler in der Matrix. Der Editor ist nicht perfekt.
Hier Jupiter Marke, Jupiter Jonas. So, sieht man das? Nee, schade. Items, Key Items. Saturn. Ach genau, Saturn steht für Jupiter. Hier sind die Namen der Siegel verschoben. Also im Editor steht Saturn Crest. Ihr seht, ich wähle es ab und die Jupiter-Marke verschwindet. Also gebe ich im Editor Saturn Siegel mit rein. Jetzt haben wir Jupiter-Marke und Jupiter-Siegel. Jetzt sollten wir Kimaris Waffe upgraden können. Jupiter-Marke. Weil ihr habt gesehen, die Schmetterlingsjagd habe ich auch regulär gewonnen. Da sage ich, es ist nur gerecht, dass ich das auch einreiche. Dass ich mir das da reinbaue. Einfach nur, weil das Spiel an der Stelle einfach dumm ist, kann ich ja nichts für, dass die Hitbox von dem Ausgang so scheiße programmiert ist. So, jetzt hat Kimaris Longinus die höchste Stufe erreicht. So, Stichlanze gegen Longinus. Hit-Expander. Kimari kann über 10.000 schlagen. Triple-Ekstase. Ich glaube, da kriegt er dreimal so viel Ekstasekraft. Doppel-AP. Er kriegt doppelt so viele Erfahrungspunkte und Ausweichkonter. Ich glaube, wenn ein Gegner ausweicht, haut er ihm nochmal einen drauf. Bin mir gerade nicht sicher. Und wir sind bei 22 Minuten, deswegen verteile ich die Punkte erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.